Von dem Brot esst ihr eine Scheibe, maximal zwei, und ihr seid richtig satt. Du nimmst 300 Gramm Haferflocken, 150 Gramm Sonnenblumenkerne oder ein Kernemix, du kannst nehmen, was du magst, und 100 Gramm gehackte Mandeln. Wenn du die nicht magst oder verträgst, kannst du die auch einfach weglassen. Darauf gebe ich 2 schwache Teelöffel Salz und 15 Gramm Flohsamenschalen. Das sind alle trockenen Zutaten. Das vermische ich jetzt erstmal. Jetzt kommen die nassen Zutaten, und zwar 3 Esslöffel Öl, einfach geschmacksneutrales. 1, 2, 3. Und als letztes zimmerwarme Buttermilch. Und das vermische ich jetzt gründlich. So, die Konsistenz verändert sich langsam. Das reicht. Das decke ich ab und lasse das mindestens eine Stunde quellen. Die Stunde ist rum. Oh, ja, man merkt, der Teig ist jetzt richtig durchgezogen. Ich habe hier eine 20 cm lange Backform. Die habe ich mit Backpapier ausgelegt und die befülle ich jetzt mit dem Teig. Den Teig dabei immer schön in die Form drücken. Dann nehme ich mir hier so einen Silikonlöffel und drücke das Ganze noch mal richtig in die Form, sodass wir möglichst keine Luftlöcher haben. Meinen Teig habe ich schön glatt gedrückt und als letztes gebe ich noch ein paar Sonnenblumenkerne drauf. Auch da könnt ihr natürlich die Kerne nehmen, die ihr gerne mögt. Das Ganze noch ein bisschen festdrücken. Meinen Backofen habe ich in der Zwischenzeit vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze und darin backe ich das Brot jetzt für 50 Minuten. Das Brot ist frisch aus dem Ofen. Bevor ihr das Brot anschneidet, lasst das bitte unbedingt richtig auskühlen. Ich habe mir hier so ein Netz besorgt und lasse das so auf dem Balkon auskühlen. Bevor ich anschneide, noch etwas in eigener Sache. Mein erstes eigenes Buch bei GU, druckfrisch, frisches Brot, so schnell und einfach wie noch nie. Bei Amazon, online und in jeder Buchhandlung vor Ort. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann findet ihr in dem Buch wirklich meine tollsten Rezepte. Ganz viele Rezepte exklusiv nur für das Buch und natürlich meine besten Rezepte aus YouTube. So sieht das von innen aus. Durch die Buttermilch ist das Brot richtig saftig und hält wirklich lange frisch. Von dem Brot esst ihr eine Scheibe, maximal zwei, und ihr seid richtig satt. Lasst es euch schmecken und genießt das schöne Wetter.